Und nun zum letzten Video der Beschleunigungszeitfunktion. Wir wollen hier herausfinden, was das Integral bedeutet. Ganz allgemein weißt du ja, dass das Integral in einem bestimmten Intervall der Fläche entspricht, die vom Funktionsgraphen und der horizontalen Achse eingeschlossen wird. Du kannst nach diesem Video die dritte Seite des Arbeitsblattes komplett ausfüllen. Wir wollen in diesem Beispiel das Integral in den Grenzen von 3 bis 7 der Beschleunigungszeitfunktion nach der Zeit berechnen. Wir wissen, das Integral entspricht einem orientierten Flächeninhalt. Es wird also dieser Bereich einen positiven Wert haben und dieser einen negativen. Schauen wir uns die genauen Werte auf GeoGebra an. Um die beiden Bereiche separat berechnen zu können, muss ich hier die Nullstelle herausfinden. Ich schreibe also Nullstelle der Funktion a zwischen 5 und 6 und erhalte diesen Punkt mit den Koordinaten 5, 3 und 0. Ich berechne also das Integral des ersten Bereiches, Integral von a von 3 bis 5,3, das ist die x-Koordinate des Punktes a, und das ergibt minus 7,7. Das Integral von 5,3 bis 7 ergibt 16,4. GeoGebra könnte das auch alles in einem berechnen. Es ist so programmiert, dass eben erkannt wird, wo die Bereiche negativ und wo sie positiv sind. Probieren wir das gleich aus. Ich schreibe Integral von der Funktion a von 3 bis 7. Das ergibt 8,7. Ich blende die beiden anderen nochmal aus. Wir sehen also, es ist das Integral von 3 bis 7 und es entspricht genau der Summe dieser beiden Werte. Minus 7,7 plus 16,4 ergibt 8,7. Wir haben also folgendes Ergebnis: minus 7,7 plus 16,4. Alles in eine große Klammer und die Einheit dazu. Überleg dir kurz, was für eine Einheit hier stehen müsste. Wir haben einen Flächeninhalt berechnet, also können wir uns zur Hilfe auch die Einheiten der Achsen anschauen. Hier haben wir Stunden, hier Kilometer pro Stunde Quadrat und diese Einheiten multiplizieren und das ergibt dann als Ergebnis 8,7 Kilometer pro Stunde. Für die mathematische Formulierung fehlt uns noch eine Kleinigkeit, die haben wir oben noch nicht besprochen. Eine Stammfunktion der Beschleunigungszeitfunktion ist die Geschwindigkeitszeitfunktion, das heißt Integral in den Grenzen von 3 bis 7 der Beschleunigungszeitfunktion nach der Zeit ist die Geschwindigkeitszeitfunktion in den Grenzen von 3 bis 7. Das ergibt also v von 7 minus v von 3. Wir erhalten dasselbe Ergebnis wie durch den Flächeninhalt, 8,7 Kilometer pro Stunde. Nun zur physikalischen Interpretation. Umso länger und umso mehr wir beschleunigen, desto größer wird natürlich diese Fläche. Und desto größer wird aber auch die Geschwindigkeit, die wir haben. Selbes für den negativen Bereich. Umso stärker wir bremsen und umso länger wir bremsen, desto kleiner wird die Geschwindigkeit. Das Integral von 3 bis 7 gibt uns also an, wie viel sich die Geschwindigkeit während dieses Zeitraums verändert hat. Wir können schreiben, im Intervall 3 Stunden bis 7 Stunden wird die Geschwindigkeit insgesamt um 8,7 Kilometer pro Stunde größer. Und nun kannst du das Arbeitsblatt selbst ausfüllen. Hier oben noch allgemein, das wäre dann v von t2 minus v von t1. Achte darauf, dass du unterschiedliche Einheiten und natürlich unterschiedliche Werte hast. Bis zum nächsten Video.